In Persiens Wüsten, das ist wahr, lebt dieses stolze Dromedar, welches tut von Zeit zu Zeit seinen Rachen öffnen weit. Darin sieht man also dann einen fürchterlichen Zahn, wie eine Sichel lang und krumm, voller Geifer drumherum, wie beim Raubtier sich ein Graus, steht der Zahn zum Maul heraus. Dieser fürchterliche Zahn hat's dem Arnold angetan. Solch ein schreckliches Gebilde will er halten fest im Bilde. Daraus gibt's, so denkt er schon, eine Publikation. Sonderfall im Land Iran, Dromedar mit Löwenzahn. Reich in Bildern illustriert, alles selbst fotografiert. Abhandlung in Bild und Reim, Autor Dr. Arnold. Als Sohn des berühmten Schweizer Alpengeologen Albert Heim und der ersten praktizierenden Ärztin der Schweiz, Marie Heim-Vöcklin, wurde Arnold Heim am 20. März 1882 geboren. Anstatt jedoch in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und eine Stelle an der ETH Zürich anzustreben, entschied sich Arnold bereits als junger Geologe, seinen eigenen vielfältigen Interessen zu folgen und das Abenteuer als Forschungsreisender zu suchen. Ab den frühen 20ern beginnt er, wie viele andere Schweizer Geologen, aufgrund mangelndem Arbeitsmarkt in der Schweiz weltweit Expeditionen zu führen und für verschiedene Firmen nach Erdöl zu suchen. Als der inzwischen 68-jährige Arnold im Jahre 1949 in der Zeitung auf die Ausschreibung der neu gegründeten Iran Oil Company stößt, die auf der Suche nach Erdölgeologen aus einem neutralen Land war, bewirbt er sich auf die Stelle. Die dortige Regierung wollte Ölquellen in dem Gebiet von Iran, welches nicht unter der anglo-iranischen Konzession stand, ausfindig machen. Unter dem Vorbehalt, sich nicht in die politischen Angelegenheiten des Landes einzumischen, bekommt Arnold Heim die Stelle und somit die Aufgabe, ein qualifiziertes Team zusammenzustellen. Arnold Heim wurde somit zum Leiter der Forschungsgruppe, welches aus einem achtköpfigen Team sehr erfolgreicher Schweizer Geologen bestand, die sich im Namen der iranischen Regierung im März 1950 voller Erwartungen auf die Suche nach Erdöl im Balutschistan machten. Nur Arnolds Ehefrau Elisabeth, die einzige weibliche Begleitung, hegte am Tag des großen Aufbruchs etwas Unbehagen. Dass zu jener Zeit eine Reise in einem solch fremden Land wie Persien durchaus auch einige Probleme mit sich brachte, wird aus den Briefen von Elisabeth klar. Reisen auf dem Rücken eines Kamels war bestimmt nicht so komfortabel wie in einem Auto, aber bei den anzutreffenden Fahrbedingungen vielleicht sicherer. Auch die dauernd existierende Angst, sich mit Krankheiten anzustecken und dabei keinen Arzt in der Nähe zu haben, machte die Expedition nicht gerade angenehmer. In einem der Briefe betont Elisabeth die Fahrlässigkeit der Perser und die unvollständige Ausrüstung, die sie für ihre Reise erhielten. Wie aber entschieden sich die Geologen für die Standorte ihrer ersten Tests? Heim brachte hier seine Erfahrungen aus der Schweiz ein, welches er als eines der weltweit am besten kartierten Länder bezeichnete. Mithilfe intensiver Feldarbeit und neuer Methoden wie Fotogeologie konnte der Iran bis Ende 1950 größtenteils neu kartiert werden. Für diese Arbeit wurde das Team stark vom iranischen Militär unterstützt, welches die Luftbilder aufnahm, mit denen die Geologen die neuen Karten erstellten. Auf der Suche nach Öl interessierte vor allem eine Form von Falten, sogenannte Antiklinalen, in denen sich Öl unter speziellen sedimentologischen Bedingungen ansammeln kann. Da bereits an der Oberfläche Öl gefunden wurde, startete das Team enthusiastisch. Doch waren die ersten Bohrungen aufgrund schwieriger Bedingungen mit einer Salzformation nicht erfolgreich. Im Folgenden zehrten das warme Klima und die nach dem ersten Misserfolg mit Konflikten behaftete Arbeit immer mehr an Heim, sodass es einen Vertrag auf den ersten möglichen Termin Ende 1952 kündigte und zurück in die Schweiz kehrte. Die Position des Chefgeologen gab er an seinen jüngeren Freund Augusto Ganser weiter, mit dem er bereits zuvor im Himalaya war.
Kurz danach veränderte sich die politische Situation im Iran mit dem Eingriff der Operation Ajax und dem Aufstieg und Fall der Mossadegh-Regierung. Bald beschrieb Ganzer im Briefwechsel eine anwachsende Fremdenfeindlichkeit in Teheran, in der sie sich tageweise kaum mehr auf die Straße trauen. 1953 wurde von der UNO angeboten, dass sie die Verträge der Schweizer Geologen übernehmen würde. Haim schrieb die entsprechenden Empfehlungsschreiben, doch wurde nichts daraus, weil Iran die Kontrolle über die Geologen nicht abgeben wollte und das Schweizer Team bereits mehr als in der UNO üblich verdiente. Haim, der in Zürich die Arbeit an der Biografie über seinen Vater abschloss, erhielt schlussendlich am 26.08.1956 von Ganzer ein Telegramm, das den Ausbruch von Öl in der Alborz-Region bestätigte. Die fünfte Bohrung produzierte einen Ausbruch, der es nötig machte, 700 iranische Soldaten aufzubieten, damit Feuer in der Region verhindert werden konnte. Die internationale Presse berichtet ausführlich über diesen Fund, da damit ein neues Vorkommen entdeckt wurde und sich die Stellung Irans im Weltmarkt so deutlich verbesserte. Dennoch wurde die Schweizer Beteiligung zu diesem Zeitpunkt kaum genauer beleuchtet. Für Haim, der bereits länger auf eine Publikation der Ergebnisse drängte, waren dann aber die ausführlicheren Berichte in den Schweizer Zeitungen eine Genugtuung, da sie endlich auch eine Anerkennung für seine Arbeit beinhalteten. 1958 haben Albert und Elisabeth Haim die Möglichkeit, für die Feierlichkeiten 50 Jahre Öl im Iran zurück nach Teheran zu fliegen. Elisabeth schreibt in ihrem Newsletter dazu: Wir grüßen dich, Teheran, wie einen alten Freund. Du hast die freudige Erwartung, die wir dir vor 8 Jahren entgegenbrachten, lebendig erhalten und hast sie mit dem Glück der wunderbar gelungenen Aufgabe gekrönt. An der Stelle des forschenden Wagemutes steht jetzt der große Erfolg. Zwar äußerst glücklich mit dem Ergebnis, ist Arnold Haims Abenteuerlust doch lange nicht gestillt. Nach nur kurzer Bedenkzeit akzeptierte er eine Einladung für eine direkte Weiterreise nach Indien, um dort einen Blick auf mögliche neue Ölfelder zu werfen und seine eigene Himalaya-Forschung weiterzutreiben.